Europäische und vor allem deutsche Unternehmen haben spätestens den Krieg in der Ukraine zum Anlass genommen, ihren Produktionsfootprint in Osteuropa zu überdenken. Hierüber werde ich heute mit Burkhard Göpfert von Klimt Arbeitsrecht und Nikolaus Franzwar von LX Partners sprechen. Denn wovon die meisten nur in den Medien lesen, damit beschäftigen sich die beiden Experten in ihrer täglichen Arbeitspraxis. Die Produktionsverlagerung immer häufiger unter der Devise Go West. Nur wie weit und wohin? Herr Göpfert, würden Sie uns einen Überblick geben? Warum Go West? Was beobachten wir in den letzten Jahren? Gut, wir haben natürlich eine Vielzahl von Faktoren. Das beginnt mit den globalen Trends, aber natürlich auch, was wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben, wo Standortentscheidungen auf eine ganz neue Grundlage gestellt werden. Der frühere Trend, ich gehe dahin, wo es am billigsten ist, der dreht sich um. Es sind eine Vielzahl von neuen Faktoren, die wir berücksichtigen, aber auch merken natürlich, dass das ein oder andere Land, das mal billig war, vielleicht auch gar nicht mehr billig ist. Und wir werden sicher heute in der Diskussion ja erleben, wie eine ganze Gruppe von neuen Überlegungen dazu führt, dass am Ende Standort in der westlichen Hemisphäre, auch von Europa, vielleicht den Vorrang haben werden künftig. Ja. Veränderte Kostenstruktur, sicherlich ein Treiber, den Produktionsstandort zu überdenken. Herr Franzwar, haben Sie weitere kritische Treiber identifiziert, die ein Überdenken in Osteuropa als Produktionsstandort mit sich bringen? Ich glaube, die Krisen der letzten 2 Jahre, die haben uns vor allen Dingen gezeigt, dass wir vielleicht in der Vergangenheit zu eindimensional gedacht haben. Früher waren Verlagerungen und Standortentscheidungen vor allem dadurch geprägt, eine Einsparung in Arbeitskosten, Faktorvorteile in einem Land versus aversa Logistikkosten, die ich gegebenenfalls habe, wenn ich verlagere. Ich glaube, heute muss man viel breiter denken und man muss viel mehr Faktoren in Consideration nehmen. Das eine ist sozusagen der politische oder das geopolitische Risiko. Das haben wir jetzt mit der Ukraine-Krise gesehen. Ich muss quasi schauen, wo verlagere ich denn hin? Sozusagen, ist das ein Trusted Friend, wo ich hin verlagere? Das ist ein Punkt. Der zweite ist, was uns die Krisen gezeigt haben, das Thema Supply Chain Risiken. Ich habe in der Vergangenheit, haben Unternehmen ihre Supply Chains relativ lean und empfindlich aufgestellt. Ich glaube sozusagen, wir müssen uns robuster aufstellen, dass Krisen auch mal von Supply Chains ertragen werden können, um das mal so zu formulieren. Und drittens glaube ich, Stichwort ESG, Faktoren wie Umwelt, soziale Gesichtspunkte, Government-Sichtspunkte sind heutzutage viel wichtiger. Also man schaut heute auch ganz bewusst auf Umweltthemen oder CO2-Footprint zum Beispiel. Und ich glaube, man muss da so eine Sweet-Spot-Betrachtung machen, weil es gibt Länder, ich nenne jetzt mal zum Beispiel Polen, Tschechien, Slowakei, die haben sich sehr, sehr gut entwickelt in den letzten Jahren, was auch diese Faktoren angeht, haben auch beim Thema Umwelt in den letzten Jahren ordentlich dazugelegt und entwickeln sich gut auf diesen Faktoren. Und ich glaube, so eine Art von Betrachtung muss man zukünftig machen. Vielen Dank. Wir haben jetzt schon ein paar Ländernamen gehört, derer, die sich gut entwickelt haben. Was ist Ihre Einschätzung, Herr Göpfert? Welche Länder sollte man auf die Liste der Sweet Spots setzen und wo ist vielleicht auch eher ein bisschen Vorsicht geboten? Also wir schauen das natürlich in meinem Beruf sehr stark davon an, dass wir das verteidigen müssen, wenn wir eine Entscheidung treffen. Und verteidigen bei uns heißt, dass wir das auch erklären in Belegschaften, Betriebsräte, Gewerkschaften. Und das ESG-Thema spielt da eine enorme Rolle. Wir erleben das sogar gesetzgeberisch in Frankreich beispielsweise, wo es eine zwingende Konsultationspflicht zu den ESG-Folgen von Verlagerungen gibt. Deutschland kommt es zunehmend. Die Länder, die wir sehen, zeichnen sich aus meiner Sicht durch 3 Dinge aus. Das eine ist, wir brauchen Zugang zu einem diversifizierten regionalen Arbeitsmarkt. Deswegen sind Länder, die zum Beispiel nur eine Hauptstadt haben und sonst gar nichts, eher unsichere Kandidaten. Wir schauen eher auf Länder mit einer föderalen Struktur, weil föderale Struktur heißt eine Vielzahl von Universitäten und Ausbildungsmöglichkeiten. Wir schauen zweitens auf die Frage der Jugendarbeitslosigkeit. Das mag zwar makaber klingen, aber es ist natürlich klar, dass ich in Ländern, die eine etwas höhere Jugendarbeitslosigkeit haben, einen höheren Zugang zum Arbeitsmarkt bekomme. Und drittens auf Länder, wo ungefähr 1/3 der Bevölkerung unter 30 sind. Das heißt, wir langfristig auch Zugang zu Mitarbeitern haben. Wenn man das so filtert, ja, dann sind wir sehr schnell in Ländern wie Spanien, Portugal, Polen, auch Länder in Skandinavien und im Baltikum. Da haben Sie jetzt einige Länder genannt, deren vordergründige Probleme man sich bei der Produktionsverlagerung durchaus zu Nutzen machen kann. Schauen wir mal auf den anderen aktuellen Krisenpol in Europa, in Osteuropa, die Ukraine. Welche Gegebenheiten finden wir dort gerade vor?
Wir wissen relativ wenig darüber, was da gerade passiert. Ich habe mich mit einer Arbeitsrechtlerin unterhalten, die nach wie vor in Kiew ihre Praxis hat und die mir schildert, wie während wir quasi hier sitzen, auf Unterstützung der Regierung hin ganze Werke aus der Ostukraine in die Westukraine verlagert werden. Das funktioniert so, dass die Züge, die sozusagen einmal mit Waffen in die eine Richtung fahren, fahren mit Fabriken zurück. Mitarbeiter werden in ganzen Gruppen in Bussen in die Westukraine gefahren und dort auch untergebracht. Es findet im Grunde eine komplette Deindustrialisierung der Ostukraine statt. Und es wird komplett vom Land bezahlt dort. Und wir sozusagen, was wir normalerweise sehen als etwas, was über Monate und Jahre hinweg geht, solche Verlagerungen, ist dort in Wochen möglich. Ja. Verlagerungen in Wochen. Herr Franzler, Sie begleiten seit Jahren mit Alex Partners Produktionsverlagerungen, nicht immer unter so kritischen Marktumfeldern, wie das jetzt in der Ukraine der Fall ist. Aus Ihrer langjährigen Erfahrung, was sind die Erfolgsfaktoren, auf die Unternehmen achten sollten bei der Verlagerung von Produktionsstätten? Ja, ich glaube, in der jetzigen Situation würde ich vor allem eins tun, sozusagen natürlich nicht übertreiben. Ich glaube sozusagen, man macht oft den Fehler, schwarze Schwäne, die gerade sozusagen herrschen, einfach zu extrapolieren. Aber es ist ja gerade so, dass die jedes Mal anders aussehen als der letzte. Das heißt, was ich tun würde, ist jede Verlagerung, die ich geplant habe, nochmal wirklich auf den Stand stellen und anhand der Faktoren, die ich gerade genannt habe, geopolitische Risiken, ESG, Umwelt, CO2-Footprint, diese nochmal neu zu bewerten, vielleicht auch zu einer neuen Entscheidung kommen, aber sozusagen objektiv mich daran entlang zu hangeln. Und ich glaube, ein dritter Punkt, der wichtig ist in Zukunft, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir, wenn wir Verlagerungen durchführen, auch Szenarien haben, im Notfall, also beim nächsten schwarzen Schwan, dann quasi auch wieder rückverlagern zu können, also von Standort B dann zu Standort C gegebenenfalls. Das wird etwas sein, mit dem müssen wir uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich auseinandersetzen, auch rein konzeptionell. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben zum einen bereit sind, auch mal eine Entscheidung, die man praktisch schon getroffen hat, nochmal zu validieren und auch zu korrigieren. Und auch die Frage der Rückverlagerung ernsthaft zu prüfen, wenn wir allein auf die Region, haben wir jetzt gar nicht angeschaut, aber Nordafrika schauen, dann ist das natürlich zurzeit für die Automobilzulieferindustrie total interessant. Aber wer von uns weiß schon irgendetwas über die zukünftige politische und gesellschaftliche Entwicklung in den Ländern in Nordafrika? Und ohne einen Plan der Verlagerung und Rückverlagerung sind solche Investitionsentscheidungen gar nicht sinnvoll möglich. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung. Was Unternehmen richtig machen können, ist, ganz Europa im Blick zu behalten, flexibel zu bleiben in der Entscheidungsfindung und in Szenarien zu denken. Solche Szenarien können auch eine Rückverlagerung wieder mit beinhalten. Ich danke herzlich für die Diskussion, Herr Göpfert, gerne. Herr Franzler. Gerne, vielen Dank. Sehr gerne, danke.